Seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Resident Evil Village, Vers 14. Und besonders herzlich grüße ich wie immer die liebe Uschi aus meinem Forum auf laraweb.de und die lieben Arbeitskollegen, den Sonderfelix, den Markus und den Roland. Und wir haben jetzt die zweite Maske eingesetzt hier und brauchen noch zwei. Und wir müssen, weil ich habe ja eine Lösung, die ist aber ja nur so halb hilfreich, weil so der größere Plan fehlt mir noch. Aber wir waren gerade in der hier oben im Ober, also wir sind unten beim Speicherkollegen, müssen wieder rauf ins erste Obergeschoss, in die Halle der Freude. Da hat man gerade die zweite Maske gefunden und müssen jetzt ins Atelier rein, so wenn ich das so richtig interpretiere. Bisschen das Problem ist, dass man hier hört, dass die dicke, ich sage Entschuldigung, wenn ich dicke sage, also dass die dicke Lady da rumläuft. Und die hat vier Töchter, zwei glaube ich, zwei sind schon weg, glaube ich. Aber die dicke rennt rum. Und die ist unkaputtbar, oder? Und das ist halt so Resident Evil, das ist wie der schwarze Mann, der mit dem Mantel und dem Hut da immer rumrennt. Der ist auch unbesiegbar. Na gut, Speichert haben wir vorhin 17, 18. Jetzt müssen wir wieder raus. Ja, hilft mal nix. Ja. Und wieder ins Oberstübchen. Und die eine Tür haben wir Teepause. Die eine Tür haben wir jetzt schon offen. Also. Ja. Also ich renne jetzt raus. Dann die Treppe rauf. Gucken, wo die und links rein. Wo ist die Treppe? Aber man hört hier schon gut. Nee, jetzt wird es leiser mit Nelly. Da rein jetzt, oder? Da haben wir die eine Maske gefunden und jetzt schnell da rein, oder? Jetzt schnell da rein. Oh weia. Hier ist leise, oder? Hier bin ich sicher erstmal. Das ist ein offenartiges Buch. Und hier müssen wir was machen. Warte, ich hau erstmal alles kaputt. Warte, hier müssen wir. Da ist irgendwie von Glockenrätsel die Rede. Jetzt tue ich gerade nochmal. Hier bin ich jetzt erstmal sicher, oder? Jetzt schauen wir erstmal schnell, was es hier gibt. Hier. Was ist das hier? Nichts mit Soße. Was ist denn da oben noch dann? Da ist irgendwas von. Na gut, gucken wir mal in diese Lösung. Mensch, jetzt hängt mein PC schon wieder hier. Gucken wir mal in diese Lösung. Warte. Halle der Freude, Maske der Freude. Dann geht nach Westen in das Atelier. Was? Dann das Gemälde. Ihr findet. Atelier, was findet. Ach, das hier. Plündert die Vitrinen rechts. Wenn es hier nicht so dunkel wäre. Aber ich kann, darf, soll, will ja die Helligkeit nicht verändern. Da komm her. Vitrine rechts, jetzt haben wir alles. Vitrine rechts. Plündert die Vitrine rechts. Dann ist das Gemälde der Lady an der Reihe. Gemälde. Findet links vom Gemälde. Ihr findet links vom Gemälde eine Notiz. Ach, das soll das Gemälde sein. Lass die fünf Glocken erklingen. Da wäre ich jetzt. Let the bells ring. Nee, was ist der? Let the fine bells of this chamber ring out. Lass die feinen, schönen, hübschen Glocken von dieser Kammer anklingeln. Na gut, ich muss fünf Glocken klingeln. Ich kann nicht mehr. Wie mache ich das? Glocke 1 steht einfach rum, schlagt gegen Glocke 1 Südwestecke des Saumes. Also eine haben wir, woran sehe ich denn das? Ah, jetzt brennt da die Lampe. Eine haben wir. Rechte Seite auf der Vitrine, sehr klein, schießt einmal mit der Pistole.
Rechte Seite auf der Vitrine, sehr klein. Da oben. Ey, schießt einmal mit der Pistole. Ui. Peng, jetzt brennt dort auch die Lampe. Und Glocke 3 im Kronenleuchter. Kronenleuchter, ich hätte gedacht, der ist Kronleuchter. Wo ist denn da ein Kronenleuchter? Geht auf die Empore und meine Herren, da draußen fahren wieder die Mopedaffen mit ihrem aufgeäfften Moped. Da brennt jetzt aber keine Lampe. Wieso brennt da keine Lampe? Warte, wenn es wieder runterkommt, warte. Jetzt brennt die Lampe. Drei. Nachladen. Drei. Glöcklein 4 draußen. Schaut von der Empore über das Porträt nach draußen. Schaut von der Empore über das. Ah, öi, da hinten. Oh, komm. Ein Schuss für das Fenster. Eins, one for the clock. Das ist mit dem Gamepad natürlich leicht schwierig. Bängerleng. 4. Brennt. Lampe brennt. Licht brennt. Licht blinkt. Zimmer stinkt. Warte. Glocke 5 im Uhrwerk an der linken Seite. Stellt euch links neben das Porträt. Also es ist arg dunkel, aber ich habe alles auf Standardwert. Stellt euch links neben das Porträt. Ah, ui. Ach du Scheibengeister. Stellt euch links neben das Porträt. Welches jetzt? Das da? Schotte. Letzte. Oh, war ja. Ah! Nee. Ah! Könnte ich kotze gleich. Entschuldigung. And now. Ah, nee. Jetzt kommt einer. Oh, warte. Speichern bitte. Oh, ich kann nicht mehr. Die Spannung macht mich ready. And now, warte. Glocke, Glocke, Glocke. 10 Kilometer Werbung hier. Ist klar, auf der Webseite, wo die Lösung ist. Jetzt öffnet sich im Porträt ein Gang. Geht rein, links findet ihr ein Kraut. Dann geht nach rechts und klettert die Leiter hoch. Links findet ihr ein Kraut. Rechts die Leiter hoch. Hoffentlich kommt jetzt einer. Warte. Wenn ihr die Leiter oben angekommen seid, ich mache es jetzt hier nach dem Ding da. Immerhin. Das geht aber lang hier. Sag mal. Der hört gar nicht auf. Wenn ihr oben angekommen seid, dreht euch um. Ah, da ist die Ziege. Wackelziege Nummer 6. Ach du Käse. Nummer 6, da habe ich schon 5 Stück versäumt hier. Mann, 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 Mann. Wackelziege Nummer 6. Oi, oi, oi. Geht in den ersten Raum, greift euch. Geht in den ersten Raum. Schatzkarte. Was soll ich mit einer Schatzkarte? Was soll ich mit einer Schatzkarte? Was haben die? Uah, da bin ich reingekommen. Auch nicht mehr. Da bin ich reingekommen. Schatzkarte, Schatzkarte. Und eine gelbe Kiste. Dreht euch in die Ecke hinter euch links und erledigt den Kultisten auf dem Boden. Dreht euch in die Ecke. Dreht, das, hier haben wir einen Leute. Da ist einer am Boden, den muss ich umhauen. Ah, ein Dietrich. Ein Dietrich.
Oder? Mag nicht mehr. Ist immer noch Zeug hier. Dietrich, in der Ecke rechts vor findet ihr dann noch ein. Mensch, die haben ein Deutsch. Das ist keine Ahnung. In der Ecke rechts vor findet ihr dann noch einen interessanten Hinweis. Rechts vorne wahrscheinlich. Ecke rechts vorne. Ich habe gehört, dass sich in diesem Schloss etwas befinden soll, dass man den Dolch der Todesblumen nennt. Anscheinend. Die haben ein besseres Deutsch. Anscheinend handelt es sich um ein antikes Stück aus dem Mittelalter, das mit einem Gebäude aus Giften oder aus, um Dämonen. Aha. Klingt alles faszinierend. Ja, klingt wirklich toll. Das haben wir immer noch nicht alles hier. Akte 20. Ach du Scheibengeister, das war Akte 20. Verlasst den Raum und ihr findet in dem kurzen Ganz das Gewehr. Und ihr findet in dem kurzen Ganz. G-A-N-Z. Was ist ein Ganz? Weiß das einer? Meinen die vielleicht Gang? Jetzt gibt's. Ich mag nicht mehr. Da. Komm her. Boah, Alter, das ist das Scharfschützengewehr, oder wie? Ich komm nicht. Was hab ich denn jetzt wieder? Rifle, ein Scharfschützengewehr. Alter Verwalter. Speichern. And now? Haben wir immer noch nicht. Wenn ich jetzt da reingehe. Was fehlen da noch? Ja, jetzt geht nach draußen. Irgendwas da immer noch ist. Da kommt da noch was. Warte. Kommt da noch was? Da. Irgendwo was. Irgendwas ist da. Nee. Da wird mir schon ganz blöd hier. Irgendwas haben wir wie immer vergessen. Was haben wir denn da wieder vergessen? Naja gut, ich habe sowieso schon 20 Ziegen und dergleichen soll da draußen noch was. Jetzt kommt aber irgendeine Szene. Nee, da kommt natürlich wieder einer. Was haben wir denn da schon wieder vergessen? Das ist. Weil das haben wir doch. Jetzt hau ich den in den Popo. Wir haben doch alles. Jetzt kommt einer rein. Was haben wir den da schon wieder vergessen? Ich will nicht mehr. Kann ja nicht sein, Freunde. Na gut, ich habe sowieso alles irgendwie. Was ist denn da? Was fehlt denn da noch? Das jetzt nicht, da ist aber nichts drin. Ne, der ist aus Guss. Da! Geht nicht, gibt's nicht. Schublade, warte, ist da eine Schublade? Nee, nicht wirklich. Oh, bitte! Mach das Spiel, nervt mich zu Tode. Na gut, dann gehen wir jetzt raus, oder? Ich mag jetzt nicht mehr. Das ist zu blöd hier. Und die gute Svetlana in Fallout 76. Ja, also, ja gut, dann gehen wir jetzt. Warte, was passiert, wenn ich rausgehe? Schlossdach. Bleibt im Gang stehen und beobachtet die vier fliegenden Viecher hier oben. Ihr habt gerade ein Scharfschützengewehr mit 4 Schuss gefunden. Versucht nicht, die Riesenfledermäuse im Flug zu wischen. Sie setzen sich immer gern noch ein paar Runden auf einen der Türme und dann geben sie eine perfekte Zielscheibe ab. Ein Treffer reicht. Die letzten beiden setzen sich dann aber nicht mehr. Sie drehen jedoch
brav feste Runden schaut, wo sie langfliegen und an welcher Stelle ihr sie gut abpassen könnt. Wenn ihr daneben schießt, könnt ihr schnell neu landen. Ihr fangt fast direkt an dieser Stelle wieder an. Hä? Oder ihr spielt einfach weiter. Aushalten tun die Viecher eh nichts. Aha. Sehr schöne Ansage. Was habe ich denn da vergessen? Also wir müssen jetzt die komischen Viecher abschießen. Da ich hab irgendwas. Es ist ein bisschen dunkel. Ja, ich weiß, manche sitzen jetzt da und schreien, ah, du bist schon fünfmal dran vorbeigelatscht. Das ist klar. Achso, jetzt muss ich mit. Oh weia. Mit dem Scharfschützengewehr. Muss ich jetzt, oder wie, oder? Hauen die mich sonst weg, oder wie jetzt? Ich habe 4 Schuss und ich soll die 4 Viecher wegschießen. Ich mag nicht mehr. Oh, komm! Wo sind die? Da sind 2, 3. Hauen die mich sonst weg hier, oder wie? Wo sollen die sich hinsetzen? Ja, wenn ich rausgehe, dann fressen die mich, oder? Die haben ja einen Vogel. Ich versuche jetzt mal mit der Maus raus. Ach komm, wo sollen die? Jetzt gehe ich raus, ist ja wurscht. Mehr als sterben kann ich nicht. Wo sollen die sich hinsetzen? Bin ich blöd? Da sitzt einer. Komm her. Oh nee, zweite. Da ist der andere. Ha! Kurzschluss. Ich hab einen weg. Was war denn das für eine Errungenschaft? Kunstschuss. Ach so, ich hab. Nee. Was ist Kunstschuss? Habe ich 2 auf einmal erledigt, oder wie? Nee, habe ich nicht. Aber was ist Kunstschuss? Ich habe überhaupt einen erledigt. Da sitzt der andere. Mal mit der Maus zielen. Das war der zweite. Die anderen setzen sich nicht. Ich habe noch 4 Schuss. 2 Schuss. Doch, der. Nee, der setzt sich. Warte. Moment, wo fliegt denn der immer rum? Ich muss da. Der fliegt immer hier vorbei. Der fliegt immer hier vorbei, oder? Der andere. Komm her. Ah! Nee, Schei. Na gut, jetzt mache ich nicht mehr. Jetzt habe ich es versaut. Jetzt kommt der, oder wie? Kommt der jetzt? Mensch, die fliegen aber. Nee, jetzt haben wir keinen mehr. Okay, Freunde. Gut, und jetzt gehe ich wohin? Pause. Oder ihr spielt einfach weiter. Aushalten tun die Viecher eh nichts. Habt ihr auf dem Dach die ersten Flugwesen erledigt gehört, geht ihr raus und seht auf dem Dach oben gleich noch einen Hocken. Schießt mit der Pistole und erledigt ihn. Ah, kommen wir jetzt mit der Pistole? Kann ich die mit der Pistole nicht auch oder so? Da hinten ist noch einer, oder? Oh, Chrom. Hoppla. Kann man den nicht. Achso. Kann man den nicht. Irgendwie anders. Aha. Liege.
Sorte. Ich versuche jetzt mal. Achso, ja, warte. Suche jetzt mal die anderen. Irgendwie. Gehen wir mal darum. Also ich glaube, ich muss die Viecher irgendwie beseitigen. Ah. Wieso bin ich in der Hocke? Das ist jetzt mit Gamepad ein bisschen. Naja. Ah. Ah, hau mal einen. Hotzi. Trotzdem jetzt. Trotzdem jetzt. Ah. Ha! Haben wir einen? Na, 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 na. Ja, die haben aber Zeug. Jetzt warte, jetzt haben wir noch einen, oder? Den, oh. Den noch da. Den kriege ich so nicht, oder? Ah, da kommt noch einer. Wie viel kommen da? Muss ich den anlocken? Ein Name. Ah! Ein Name. Zwei. Hau ich jetzt alle. Na, jetzt gehe ich zurück. Oh, es wird kleiner. Jetzt gehe ich zurück. Jetzt gehen wir nochmal spaßeshalber den Weg zurück, oder? Warte. Also, ich glaube, wir haben die Viecher. Da ist der Fahrstuhl. Oh, weia, ja, nee, warte, ich schaue erst mal. Ist da noch einer? Da sind wir rausgekommen. Da sind wir rausgekommen. Was sagt der Lösung? Habt ihr auf dem Dach die ersten Flugwesen erledigt, geht raus und seht auf dem Dach oben gleich noch ein Hocken, bla bla. Geht zurück und links um den Fahrstuhl. Aber erst einmal wird noch das Dach erkundet. Gleich hinter dem Fahrstuhl links steht eine weiße Vase. Die Ecke kommt noch. Schräg Dach hoch. Könnt ihr links auf das Schiff? Hier ist Schatten. Schräg Dach. Da war ich vorhin schon. Warte, schräg Dach. Es kommen da jetzt noch welche. Schräg Dach. Da ist noch einer. Kann man den auch absäbeln? Haben wir den? Komm, du sollst. Komm da unendlich viel. Kann man da raufgehen? Schräg doch hoch. Irgendwas mit Schräg. Da muss man jetzt irgendwo was glitzern sehen. Oder was anderes. Schräg doch hoch. Pause. Auf der anderen Seite. Entschuldigung, ich lese gerade, um die Ecke kommt noch einer, geht weiter und am Ende könnt ihr links auf das Schrägdach hoch. Hier schaut ihr zu dem kleinen Turm links hoch, wo ihr ein Glitzern oben über dem Fenster seht. Bin ich jetzt hier am falschen? Ich glaube, ich bin im falschen Kino. Schräg doch. Von der anderen Seite wahrscheinlich, oder? Ach komm, die Svetlana wieder. Ja, jetzt machen wir das, machen wir jetzt noch. Komm her. Warte, da haben wir alles. Da haben wir.
Schräg doch hoch. Da muss jetzt irgendwo das da oder wie? Nee. Irgendwo was glinzen. Ach du Scheibengeister. Nee, denn vielleicht da hinten irgendwo, warte. Hier. Warte. Hier irgendwo. Kitzelt da was? Nee. Doch, da. Ich komm nicht mehr. Aufmortig. Ui. Da. Da ist eine Treppe. Was ist mit der Treppe? Treppe ins Nichts? Nee, warte. Komm da noch? Ja. Glockenwurm. Ach du. Warte, wo muss ich denn hin? Ja, ihr kommt jetzt zum Glockenturm. Was soll ich mit dem Lift machen? Nix. Ihr kommt zu einem Fahrstuhl, der euch ins Erdgeschoss bringt, aber erst einmal wird noch das Dach erkundet. Ihr kommt zum Glockenturm, lauft einmal rum. Lauft einmal herum. Entschuldigung, das müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt noch weitermachen. Hilft mir. Oh, da kommen sie abseits. Oh, warte, sollen wir das auch machen? Warte. Benutzt dann den Haken an der Leine. Dann den Haken an der Leine. Haken an der Leine. Warte, hier haben wir alles. Oder? Oder auch nicht, ich mag nicht mehr. Oder auch nicht. Benutzt dann den Haken und alleine. Gut, das mache ich, ist ja wurscht. Mache ich jetzt. Aha. Ah, hier ist jetzt eine Maske, oder wie? Mit drei Dingern. Ah ja. Und jetzt? Und jetzt? Aha, hier haben wir alles. Glockenturm. Und da jetzt wieder rauf, oder? Oder runter? Keine Ahnung. Das Spiel macht mich ready. Ja, warte. Ja, jetzt müssen wir doch mal Pause machen, Freunde. Wenn der fertig wird hier. Ah, jetzt sind wir wieder beim Fahrstuhl. Da ist aber immer noch Zeug, ich mag nicht mehr. Gut, dann machen wir jetzt hier mal kurze Pause. Was habe ich denn da schon wieder vergessen? Schicke Musik auch. Was habe ich denn da schon wieder vergessen? Oben haben wir alles, aber hier haben wir noch nicht alles. Hier oben ist nichts mehr. Da, komm her. Jetzt haben wir immer noch nicht alles, das kann doch nicht sein. Haben wir immer noch nicht, das kann doch nicht. Gut, du kannst ausschalten, ich gehe jetzt da hinten, haben wir angefangen. Da haben wir angefangen, so. Und da drin haben wir auch nicht alles. Ich schalte jetzt aus und wenn ich hier fertig bin, schalte ich wieder ein, gell? Also tschüss, bis gleich.